Die Helden genießen die Herbstbrise im friedlichen Prima Paletti. Hier und da schleichen noch ein paar Schergen durch den bunten Blätterwald, als Tristan den Helden von einer weiteren großen Aufgabe berichtet. Die Brücke ist kaputt. Nur ein einziger kann sie reparieren. Waldemar. Doch es gibt ein großes Problem. Waldemars Axt wurde geklaut. Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Mario Rabbids Spark of Hope. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel Spaß. Ladies und Gentlemen, wir werden jetzt versuchen, das Kriegsbeil zu begraben, denn wir haben es in der letzten Folge ja schon gesehen, wir haben den Waldemar getroffen und dem fehlt etwas. Etwas wurde ihm gestohlen und wir müssen uns jetzt mit Dracusphäre in Primaville treffen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber das werden wir jetzt tun. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Weiß jemand, wo wir hin müssen? Wer ist denn Dracusphäre? Ah, Dracusphäre. Doch, das ist der Spark, der bei diesem Waldemar... Schüttel doch jetzt dran. Ja, echt mal. Schüttel doch jetzt dran. Okay. Und Primaville ist das Dorf gewesen, ne? Primaville müsste da drüben sein. Weil es geht darum, dass wir diese Brücke hier reparieren wollen. Die Liebenden kommen nicht mehr rüber. Passend zum heutigen Valentinstag. Ja, gut. Okay, pass auf. Dann müssen wir gucken, wie wir rüberkommen. Ich glaube... Hier war so ein Weg. Wir könnten uns tatsächlich ja auch teleportieren, aber das wäre jetzt langweilig. Ja, ich möchte nämlich diesen Spark haben, bevor wir uns aufmachen in einen neuen Planeten oder auf einen neuen Planeten. Hab dafür ein wenig Verständnis. Aber den möchte ich auf jeden Fall vorher noch haben, bevor... ich habe das noch gar nicht runtergelassen. Ach, weißt du was? Wo war die Karte? So, pass auf. Dann machen wir es doch jetzt einfach. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Nein, bin ich jetzt rausgegangen? Oh, habe ich euch viel Spaß gewünscht? Ich wünsche euch natürlich viel Spaß. So, dahin wollen wir. Kann ich mich nicht... Ich wollte gerade sagen, ich kann mich doch teleportieren. Tun wir das doch einfach, ehe wir jetzt den Weg suchen. Ich dachte, wir laufen ein bisschen entspannt. Aber nö. So. Wo ist der kleine Spark? Ist ja die Frage, wo ist der Spark? Ich sehe einen Fuchs. Da ist er auch nicht. Um das Haus vielleicht rum? Weißt du, wenn ich suche? Ihr habt drei Heilers besiegt, ehrlich gesagt. Hatte ich euch schon abgeschrieben. Puh, na vielen Dank. Vielen Dank in ihr Vertrauen. Vielen Dank in ihr Vertrauen. So eine Sache habe ich gern. Abgeschrieben. Tja, Überraschung. Könnte der im Haus sein? Das ist halt jetzt die Frage, wo finden wir den? Wo finden wir den Spark? Wo wartet er auf uns? Ja. Oh, warte mal. Warte. Aber das Geräusch ist eigentlich kein gutes Zeichen, ne? Doch, pass auf. Warte, warte, warte. Wir folgen jetzt den Fußspuren. Ich hätte gedacht, dass wir das hier schon gemacht haben. Und das waren andere Fußspuren, oder?
Hä? Ich bin verwirrt. Ich glaube, das hatten wir schon. Ah, hier, hier. Wir haben ihn gefunden, wir haben ihn gefunden, wir haben ihn gefunden. Dort ist das Haus. Ich sah den Dieb mit der Axt in der Hand dorthin laufen. Zumindest glaube ich das. Eine Axt suchen wir. So, was suchen wir eigentlich? Ah, wir suchen ein Dings. Ein Dingsbums zum Dingsbumsen. Man nennt das auch Axt. Lasst mich das machen. Bei einem Verhör bedarf es Fingerspitzengefühl. Okay, gönn dir. Komm raus und Flossen hoch, du Dieb. Wir wollen nur die Axt. Aber wenn es sein muss, machen wir es auf die harte Tour. Bowser ist auch schon so voll auf Krawall und Rabbit Peach ist die Einzige, die sich denkt, boah, es ist so langweilig, ich würde jetzt lieber gerne auf Social Media rumscrollen. Lump? Ach ja? Habt ihr einen Durchsuchungsbefehl? Gibt's einen hinreichenden Tatverdacht? Habeas Corpus? Ich will meinen Anwalt sprechen. Okay, aber das habt ihr jetzt nicht von mir. Der Dörfler am Kürbishaus hat mit seiner neuen Axt angegeben. Ich fürchte, es wird so eine Mission. Dein Haus sieht aus wie das Kürbis-Hauptquartier, wenn du verstehst, was ich meine. Wo wir von A nach B laufen müssen. Ich meinte das andere Kürbishaus. Der Dörfler dort ist ausgekochter als das Suppenfleisch in der Brühe. Glaubt mir. Ausgekochter als das Suppenfleisch. Er will nicht rauskommen. Vielleicht sollten wir der Spur mit dem Kürbishaus nachgehen. Ja, ich fürchte, ja, wir müssen jetzt von Haus zu Haus laufen. Oh, das ist aber auch ein geiler Effekt. Schattenrätsel raten. So, also. Kürbishaus. Spur mit dem Kürbis. Aber er meint nicht Spur im Sinne von Spur, oder? Wo haben wir denn hier noch ein Kürbishaus, ist die Frage. Haben wir hier noch ein Kürbishaus? Keine Ahnung. Was weiß ich denn? Hier gibt es ganz viele Kürbisse. Und niemand war's. Niemand war's. Das hier vielleicht? Ich schaff das! Meint er das jetzt? Ich bin verwirrt. Aha! Haha! Gestehe! Psst! Bleibt ganz cool und hört auf mein Kommando. Was wollt ihr hier? Guten Tag. Wir sind von der Prima Paletti Schädlingsprävention. Wir müssen ihr Haus von einer Nilpferdplage befreien. Du sollst nicht lügen. Das ist die dämlichste Lüge, die ich je gehört habe. Erstens, ein Nilpferd in meinem Haus würde mir sicherlich auffallen. Selbst ein Zwerg-Nilpferd. Zweitens, warum sollte jemand den Kammerjäger rufen, um ein Nilpferd loszuwerden, geschweige denn eine ganze Herde? Na gut, wir sind keine Kammerjäger. Wir sind Sonderermittler des Holzfäller Kriminalamts. Man kennt's. Soko Holzfäller Kriminal. Geht es um Waldemars Axt? Ich habe davon gehört, sie aber nicht gestohlen. Ehrenwort. Ey, wir müssen wahrscheinlich den Dieb rausfinden. Ist das so eine Geschichte? Ihr müsst den Singvogel besuchen. Der steckt seine Nase überall hinein. Wenn hier irgendwer die Axt gestohlen hat, er weiß es. Leute, ich habe ein bisschen Klatsch und Tratsch auf der Straße aufgeschnappt. Psst, wir müssen zum Singvogel. Er weiß alles, aber... Oh, ihr wisst das alles schon, stimmt's? Ich hätte bei euch bleiben sollen. Hättest du. Hättest du. Also, spüre den Singvogel auf. Spüre den Singvogel auf. Okay. Aber sowas mag ich auch schon wieder, wenn 1000 Leute irgendwas erzählen und du weißt nicht, wer ist der Täter. Ist wie die Suche nach dem Mörder. Gut, es geht jetzt um eine Axt. Niemand wurde ermordet. Hoffe ich doch. Der Singvogel. Also irgendjemand, der singt. Aber wer singt denn? Der Singvogel. Ich sammle erstmal Geld ein. Geld ist gut. Der Singvogel. Ah ja, würde ich mal sagen, hier bei den Vögeln, wa? Könnte der Singvogel vielleicht anzutreffen sein? Ich sehe Vögel. Komm, wir gehen mal rein. Wir konnten vorher, glaube ich, auch nicht in alle Häuser rein, oder?
War ja ein Wunsch von mir. Wünsche werden wahr. Der Singvogel. Ist das der Singvogel hier? Oh, lesen. Aha! Anscheinend hat der Singvogel sein Nest verlassen. Zum Glück hat er eine Notiz für die zufällig vorbeikommt. Ah. Eine Notiz? Das ist keine Notiz, das ist dein persönliches Tagebuch. Musste heute einkaufen gehen, anstatt die Dinge hier im Auge zu behalten. Hab die Gabel meinen Nachbarn getroffen. Die Gabel? Der Nachbar die Gabel. Er sagte, er habe jemanden mit einer Axt durchs Dorf laufen sehen, während ich weg war. Ausgerechnet jetzt musste mir das Kürbisdeo ausgehen. Kürbisdeo? Oh, man kennt's. Offenbar kann uns der Nachbar die Gabel genauestens sagen, wer die Axt des Holzfällers gestohlen hat. Hier steht außerdem, dass der hiesige Kerzenmacher einen Kredit für ein Haartransplantat aufgenommen hat. Was? Seine Frau ist außer sich. Aber wir sollen trotzdem zur Gabel gehen, oder? Bibo, ich habe einen V-Mann angeworben. Einen geheimen Informanten. Er hat mir verraten, dass uns die Gabel erzählen kann. Wir wissen schon. Oh, verflixt. Und ich dachte, diesmal wäre ich euch einen Schritt voraus. Dabei habe ich meinem V-Mann so viele Mützen dafür gegeben. Ja, der hat dich abgezogen. Ist ein bisschen dumm, der Kleine. Aber ich habe ihn lieb. Ihr lest anderer Leute Tagebücher? Hm? So weit würde ich selbst niemals gehen. Deswegen haben wir es ja auch erledigt. Dann musst du nicht so weit gehen. Wir machen das. Uns kennt hier keiner. Wir sind hier eh nur zu Besuch. Ist auch geil, wenn der Besuch dann plötzlich in den Tagebüchern liest. Also die Gabel. Die Gabel. Vielleicht eine Mistgabel? Heugabel? Die Gabel. Wer ist denn die Gabel? Wer zum Henker ist die Gabel? Bist du die Gabel? Du bist nicht die Gabel. Ist das die Gabel vielleicht? Yeah. Ich geh mal rein. Ist das die Gabel? Clock Gable? Hier ist niemand. Die Gabel. Habe ich ja jetzt auch so dezent meine Probleme rauszufinden, wer das sein könnte. Die Gabel! Wir haben die Gabel gefunden. Miko, Leiter der Ermittlungstaskforce, Codename. Jetzt ist die Taskforce schon. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Pompfeld. Gebt euch keine Mühe. Hab ich alles schon mal gehört. Wo hast du eine Gabel gefunden, die genauso stumpfsinnig ist wie du? Kann man mit dem Ding wenigstens Tomaten essen? Wer hat denn die Kindergabel mitgebracht? Ich habe ohnehin keine Zeit zu reden. Ich muss einen magischen Witzstein finden, damit ich es all den Spöttern zeigen kann. Hör mal, wir brauchen Informationen und du bist krankhaft auf die Schärfe deiner Gabel fixiert. Warum arbeiten wir nicht zusammen? Der magische Witzstein, den ich suche, ist unauffindbar. Für normale Leute ist er unsichtbar, selbst wenn sie direkt daneben stehen. Normal? Worum er mit Mario jetzt herkommt. Aber okay, ich glaube kaum, dass an der ganzen Sache irgendwas normal ist. Überlass das uns. Wir führen eine Rastersuche durch und schreiben den Stein zur Fahndung aus, fertigen ein Phantombild an. Okay, ja, schreibt den Stein zur Fahndung aus. Ah, warum suchen wir nicht erstmal den Weg ab? Komm mit. Jetzt hat Dracosphäre mal eine kluge Idee. Aber ich find's geil. Also ich muss sagen, das ist doch eine sehr, sehr schöne Nebenquest. Aber wo ist er denn hin jetzt? Da hinten ist er. Hier fehlt uns auch noch was. Seht ihr das? Folgt mir! Warte! Den muss man mitnehmen. Ich bin gespannt, wo er jetzt hinläuft oder hinfliegt. Boah, wir müssen gucken. Nein, ich bin auf die falsche Taste gekommen, ne? Ich wollte mich eigentlich beeilen. Ich wollte sagen, wir müssen gucken, dass wir hier möglichst schnell vorbei... Ich will nicht kämpfen. Nein! Wir haben noch eine Mission. Wir haben noch zu tun. Lass mich doch in Ruhe.
Fork. Einfach nur Fork. Gut, besiege alle. Ja, ist auch mal gut. Wir sollen dem Spielprinzip ja treu bleiben. Und vielleicht einfach mal eine Runde spielen. Los geht's. Aber bevor wir das machen, werden wir uns erstmal heilen. Bring. Und dann werde ich mal gucken, was heißt denn alle? Drei haben wir. Drei haben wir, drei sehe ich. Mir kitzelt's in der Nase. Was ist da los? Himmelwasch. So, ich habe ja versprochen, wir werden jetzt mal mit Bowser loslegen. Der kam in den letzten Folgen so wenig irgendwie, wie soll ich sagen, so wenig zum Zug. Jetzt kriegt er zwar gleich eins aufs Maul, aber so, jetzt kriegen wir wahrscheinlich gleich nochmal eins aufs Maul. Gut, was machen wir jetzt als nächstes? Ich glaube, wir haben ja zwei. Ist halt die Frage, kriegen wir beide? Wenn ich mich irgendwie schlau hinstelle vielleicht. Ich sehe dich. Nee, das ging mir nicht gut. Pass auf, dann werde ich mal eine Claudius-Beschwörung absolvieren. Weil es immer ganz cool, wenn wir einfach noch einen am Start haben. Siehste? Und weg ist er. Finde ich gut. Und Rabbit Peach, die darf jetzt... Was tut sie? Sie wird... Ich habe eine Idee. Mit einem Spritzangriff loslegen. Dann locken wir den auch weg, wollte ich sagen. Aber nee, wir schalten ihn gleich aus. Das ist gut. Das ist gut. Aber jetzt sind die Gegner am Start. Ja. Naja, der eine einzelne Verbleibende. Einsame. Feuerball! Okidoki! Ich weiß ja nicht, ob er irgendwie ansatzweise da irgendwo hinkommt. Weil er kann ja eigentlich nicht so weit. Aber wir können... Das kann er. So, das finde ich schon mal ganz cool. Aber mit der Bazooka... Doch, mit der Bazooka können wir auch was ausrichten. Schlacht gewonnen. Dankeschön. So, fantastisch. Oh, sind wir jetzt im Level aufgestiegen? War das jetzt endlich der Fall? Ich habe gerade eine neue Funktion entdeckt. Guck mal, wo wir sind. Und zwar... Wie habe ich das jetzt gemacht? Warte. Wie habe ich das gemacht? Ich bin einfach mit der Steuerkreuztaste nach oben gegangen. Ey, die Funktion kannte ich ja noch gar nicht. Ey, das kannte ich ja noch gar nicht. Excuse me? Wenn in dem Spiel einfach zu viele Menüs eingebaut sind, weißt du Bescheid, ne? So, genau, weil wir jetzt ein Level-Up hatten. Und damit können wir mal gucken, ob wir jetzt im Fertigkeitenbaum irgendwas anpassen können. Ich glaube, bei Rabbit Luigi wahrscheinlich nicht, weil wir nur einen Kristall haben. Und für die meisten Sachen brauchen wir, glaube ich, zwei. Es sei denn, wir finden irgendwas, aber ich würde sagen, nö. Dafür, denke ich, können wir jetzt bei dem Rest vielleicht was anpassen. Wobei, das sieht auch nicht so aus. Da brauchen wir bald drei. Ach, wie dumm. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen... Doch, hier, warte mal. Hier wäre was. Rabbit-Robo-Schaden machen wir. Die setzen wir doch auch sehr, sehr gerne ein. Gut, haben wir doch noch was gefunden. Hier bei ihr, glaube ich, werden wir auch nichts finden. Weil wir da auch überall drei brauchen. Ja, oder zwei. Schade. Aber gucken wir mal. Das würde gehen...
Ich hatte ja schon so ein bisschen Angst in der letzten Folge, dass wir gar nichts mehr aufleveln können, weil irgendwie hat das so ewig lange gebraucht, bis es jetzt auf dieses Level umgestiegen ist. Da würde mich jetzt auch interessieren, was das maximale Level ist, was hier erreicht werden kann. Müssen wir mal gucken. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist, dass die DLCs immer noch noch nicht mit einem Datum irgendwie benannt sind. Ich hoffe ja inständig, dass Ubisoft die wirklich noch rausbringt. Das wäre halt sonst hart scheiße, wenn nicht, ne? So, wir haben alles verteilt und vergeben. Und vor allen Dingen auch so ein paar neue Charaktere wären eigentlich auch nice, ne? So, wir sollten ihm folgen. Wo ist er denn jetzt? Da oben. Ich sehe ihn. Ich habe ihn gesehen. Habt ihr ihn auch gesehen? Da oben schwirrt er rum. Wir werden natürlich auf jeden Fall das Geld noch einsammeln. Weil das wichtig ist. Aha, guck mal, hier ist irgendwas. Was haben wir gefunden? Was ist das? Was ist das? Da, Wettstein, das ist der Wettstein. Wir haben den magischen Wettstein gefunden. Vergesst nicht, ihn der Gabel zu bringen. Okay. Ich dachte erst, es ist irgendwie ein Kothaufen, so ein Kackehaufen. Aber es hat so mini, irgendwas hat es drumherum gewickelt, ne? Ja, irgendwas hat es drumherum. Okay, also, bringen wir der Gabel jetzt den Stein. Ach, guck mal, Brücke zur Finsterzeit. Haben wir das nicht auch gesucht? War das nicht was, was wir machen wollten? Oh, das möchte ich jetzt tun. Das möchte ich jetzt tun. Das wollten wir doch machen und ich wusste nicht, wie wir hinkommen. Da wären wir jetzt doof, wenn wir das nicht machen würden. Yay! Tun wir. Und es ist hell. Ach, so schön. Besiege alle. Kriegen wir hin. Alle heißt 8 Stück. Ich lege einfach gleich los, ohne zu gucken, wo wir hin müssen. Ich möchte... mit ihm anfangen, auch wenn wir mit ihm gar nicht so weit kommen. Warte mal, pass auf. Ich werde meinen Teamsprung nehmen. Wir haben auch niemanden hier oben, oder? Das wäre jetzt auch hart fies. Wenn ich einmal nicht gucke und dann hängen sie an sämtlichen Ecken. So, pass auf. Nach oben. Ah, ich komme hier nicht hin. Komme ich hier hin? Nö. Warum auch? Wieso auch? So, 3 auf einen Streich. Was mache ich jetzt als nächstes? Das ist doch auch nice. Pass auf, wir elektrifizieren die jetzt einfach mal. Finde ich cool, weil guck mal, dann hat er so vielen jetzt schon Schaden gemacht. Und jetzt darf die gute Rabbit Peach noch oben drauf was machen. Und Bowser hat ja auch noch einen Zug. Komme ich jetzt hier rauf? Haha, siehst du? Ich komme zu dir. Stoße dich jetzt runter. Schaffe ich nicht. Schade. Dann... kriege ich dich getötet? Ich probiere es mal. Blöd wäre es, wenn dieses Ding jetzt überleben würde. Gut, gut. Sehr cool. Eben, gute Nacht. So, und... erreiche ich damit was? Ja, erreiche ich. Und weil ich damit was erreiche, werde ich es tun, solange das Haus jetzt sich zusammenkracht. Ja, oh, geil! Die haben die anderen gleich mit angesteckt. Ach, geil. Kettenreaktion nennt man das, ne? Mega. So, und olle Bowser. Das... ja, das ist mir zu weit weg. Ich werde... einfach mal ein bisschen mit meiner Bazooka loslegen. Ja, mit dem Rest... ich glaube, den Rest klemme ich mir und mache einfach mal die nächste Runde. Bowser muss einfach weiter springen lernen. Was macht sie denn jetzt? Ich glaube, es hackt Lady, oder? Mit deinem Partyhut. Den Partyhut auf? Sieht so aus, ne? Hey! Ah, so heißt er!
so hot in here. Ich gleich den Song im Ohr. Von Nelly müsste das sein, ne? Unfair. Aber es sind halt noch sehr, sehr viele auf dem Schlachtfeld. So, Dolle. Da legen wir jetzt los. Und ne? Schlaub jetzt. Jetzt ist Zeit für Schleim. Schleimzeit. So, jetzt muss ich mich entscheiden. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Zack. So. Das war jetzt Bowser. Was machen wir denn mit Olle Rabbit Peach? Rabbit Peach, die springt jetzt erstmal hier runter. Und rammt die Lady. Und... was machen wir? Die Lady erledigen. Von Lady zu Lady. Und dann könnten wir theoretisch uns noch mal ein bisschen heilen. Da haben wir nichts verschenkt, wenn wir das jetzt machen. Das ist gut. So, und jetzt haben wir noch Rabbit Luigi. Kriegen wir beide? Dann müssen wir uns in einen anderen Winkel stellen, ne? Wie kriege ich denn beide? Hä? Ich weiß nicht, wie wir beide kriegen. Sing! So zumindest schon mal nicht. Aber wir hätten... Haha, guck mal. Wir hätten noch eine Claudius-Beschwörung, die wir machen können. Und damit müsste es das eigentlich gewesen sein. Ich glaube, es ist der letzte, ne? Ja. Gut, das war einfach. Das war richtig einfach. Pizza würde ich jetzt auch nehmen. Pizza. Mega gut. So, wir müssen den magischen Wetzstein mitnehmen. Und wir haben halt gleich jetzt dieses Teil noch mit erledigt. Diese Mission. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich hoffe nur, wir laufen jetzt mit dem anderen in die Arme. Das wäre ein bisschen blöd. Weil nochmal jetzt auf so ein Claudius hätte ich jetzt auch keinen Bock. Aber es sieht ganz gut aus. Gehen wir zu Gabel. Na, du bist auch mein Freund. Aber zu dir wollen wir nicht. Ich bringe Geschenke. Hi, Gabel. Clark Gable. So. Der magische Wetzstein. Es gibt ihn. Meiner Rache steht nichts mehr im Weg. Rache? Also, so haben wir jetzt nicht gewettet. Was für eine Rache. Ah, wir tun so, als hätten wir das nicht gehört. Ja, ja, eben. Eine Hand wäscht die andere. Wir wollen Namen hören. Echt mal. Gestehe. Ich hab alles mit angesehen. Zuerst hab ich gesehen, wie ihn die Waldnymphe im Wald um den Finger gewickelt hat. Wer ist ihn? Und wer ist die Waldnymphe? Das hat mich natürlich neugierig gemacht und ich bin ihm gefolgt, bis er in die Hütte von Waldemar geschlichen ist. Wem gefolgt? Ich verstehe auch nur Bahnhof. Sekunden später kam ein panischer Angst mit der Axt in der Hand herausgerannt. Ein Biber auf seinen Fersen. Oder... war es eine Mütze? Schwer zu sagen. Hä? Raus damit, mach mehr! Er spricht in Rätseln. Der Dieb ist... Wer ist der Dieb? Der Dorfbewohner aus dem Kürbishaus. Moment mal. Hä? Aus welchem Kürbishaus? Entschuldigung, hatte vergessen... dass ihr nicht von hier seid. Es ist das Größte im Dorf. Ihr könnt es nicht verfehlen. Ich wusste es. Der Täter ist immer der erste Verdächtige, den man verhört. Das Fernsehen hat doch recht. Das Also, was jetzt? Entlarve den schuldigen Lump. Ja, pass auf. Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Willst du mir das jetzt wirklich erzählen?
Wer war denn der Erste? Achso, der Erste war da oben, der, ne? Wo ging es denn nach oben? Hier ging es nach oben. Hier ist immer Geld. Also hier? Aufmachen! Okay, aufmachen und her mit der Axt und keine Mädchen von wegen Anwalt und so. Wir haben einen Augenzeugen. Hm. Er blufft. Mich kann niemand bei dem gesehen haben, was ich, nicht getan habe. Unser Zeuge ist bereit, vor Gericht gegen dich auszusagen. Wirst du uns erzählen? Die Waldnymphe, der Einbrecher der Biber? Hm? Wie dich die Waldnymphe an der Nase herumgeführt hat? Okay, ich... leg ein vollständiges Geständnis ab. Kommt einfach rein und helft mir. Wie es aussieht, muss unser Verdächtiger jetzt für seinen kriminellen Lebenswandel büßen. Dieb oder nicht, wir müssen ihm helfen. Es ist halt die Frage, was jetzt oder da passiert? Ich meine, was genau sind unsere Pflichten? Wir sind nicht mal Hilfs-Sheriffs. Doch, wir helfen da jetzt. Wir gehen jetzt rein. Hilfe! Dafür sollten wir eine Auszeichnung bekommen. Oder zumindest in einer Folge von Cold Cases Prima Paletti. Ja, als ob. Ach, wie cool. Jetzt ist auch dieses Schloss auf der Tür weg. Also, ich mag diese Nebenquest. Ich bin froh, dass wir die gemacht haben. Die Axt. Ausgerechnet mitten in einer Finsterzeitpfütze. Aha. Damit habe ich nichts zu tun. Ich schwöre. Ich sollte nur die Axt verstecken. Der böse Glibber ist plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht. Also bei näherer Betrachtung ist eigentlich die Pfütze der Schuldige hier. Oh Gott, das ganze Haus ist voll. Okay, beseitige die Pfütze, um die Axt zu verbergen. Guck mal, er hat ein neues... Er hat auf jeden Fall hier noch ein neues Bild, was wir noch nicht kennen. Tristan gab alles mit seinem Gedicht. Ich bin kein Unglücksbote. Und dieses Mal schien auch alles gut zu gehen. Bis ein intradimensionaler Todessturm der Stärke 9,5 auf der Schreckensskala losbrach. Ich dachte, die wäre nur eine Legende. Okay. Aha, 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 aha. Und dann später können wir vielleicht auch diese Klappe hier benutzen. Ich würde sagen, die gestohlene Axt. Gucken wir uns das Level mal an. Ach geil, das ist wirklich eine schöne Nebenmission. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Nach dem Ladebildschirm des Todes. Wow, okay, das sieht riesig aus. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir dafür Zeit haben. Erreiche den Bereich. Oh mein Gott, das ist ja XXXXXXL. Ah, und guck mal, wir müssen Finsterzeit Augen besiegen, um höher zu kommen. Was ist das denn? Das ist ja riesig gigantomanisch und XXL. Und ich glaube, der Weg ist wirklich so... Ja, siehst du, hier haben wir eine, damit wir hier hochkommen. Ah, das sind Sprungfelder, die wir brauchen. Und hier müssen wir da runter. Oh Gott, da brauchen wir ja Ewigkeiten und 10.000 Tage. Wer lacht denn hier so bescheuert? Ich weiß halt nicht, ob wir das jetzt von der Zeit schaffen oder ob wir das nächste Mal machen. Aber eigentlich ist meine Folgenzeit tatsächlich jetzt schon vorbei, aber wir kommen auch nicht mehr raus, ne? Ja gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Los! Weil ich nämlich eigentlich ins Bett muss. Wecker und so, ne? Ihr wisst. So, pass auf. Da haben wir gleich mehrere auf einen Streich. Die ganzen anderen, die da so weit oben sind, die werden sich wahrscheinlich eh jetzt erstmal positionieren. Müssen wir mal gucken. Vielleicht geht das ja doch ein bisschen schneller als gedacht. Komm. Schafft sie. Schafft sie. Gut. So weit wie möglich. Wir müssen da nämlich, glaube ich, jetzt nach unten, ne?
Ach nee, das war noch hier oben. Okay. Ja, ja, das war noch oben. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir Bowser irgendwie nachziehen. Oh, warte mal. Hier ist ein Feld. Das nutzen wir jetzt mal ein bisschen, um ein bisschen weiterzukommen. Und... ja, natürlich nicht. Okay, weiter. Weil Rabbit Peach, die kann am weitesten springen von allen. Deswegen ist sie halt wirklich 1A, eine 1A-Läuferin. Wir müssen halt aufpassen, dass sie jetzt nicht stirbt oder so, weil die werden jetzt natürlich sie alle versuchen zu attackieren. Oh nein! Ah, stimmt, die entziehen Lebensenergie. Oh Gott, wir müssen wirklich aufpassen. Ich glaube, wir müssen wirklich ein bisschen zusammenbleiben. Ich glaube, ich werde hier mal einen Rex Claudius rauslassen. Der uns einfach ein bisschen beschützen soll. So, und hier komme ich jetzt auch noch weiter. Ich muss, wo muss ich denn hin? Nach hinten. Dann mache ich das. Wir haben ja jetzt auch ein paar Tränke, die wir auf jeden Fall trinken können. Ich werde trotzdem mich versuchen, gleich mal nach hinten weiter vorzukämpfen. Und jetzt könnten wir noch einmal den Teamsprung machen. Machen wir das. So, wir müssen hier an das Auge auf jeden Fall ran. Gut, und sie heilt sich jetzt mal selbst. Braucht auch kein anderer außer sie. Der Einzige, der jetzt komplett hinterherhängt, ist Bowser. Aber das ist jetzt leider so. Er kommt noch nicht mal auf die Plattform. Ach, es ist traurig. Haha, es ist traurig. Ja gut, dann ist das so. Ja, wenn sie da in der Ecke bleibt, finde ich das gar nicht so schlecht. Da ist sie halt gleich an der Plattform dran. Das nächste war jetzt unten, das nächste Auge. Okay. Aber wir haben, glaube ich, gerade mal ein Viertel geschafft oder so. Also der Weg ist wirklich sehr, sehr weit. Aber auch mal spannend. Das ist auch wieder eine Oh nein, jetzt kommen wieder noch mehr. Komplett eigenes Level mit einer komplett eigenen Dynamik. Ach, sehr gut. Geil. Das ist wirklich ein cooler Spark. Holen wir ihn jetzt mal hoch? Ich glaube, ja. Och Mann, es tut mir so leid, er ist einfach so verloren hier hinten. Können wir doch was anderes machen? Ja, wir könnten uns hier richtig unsichtbar machen. Wir räumen einfach das Feld so ein bisschen von hinten mit auf. Immer schön rauf da. So, ich glaube, alle haben was... Nee, gar nicht wahr. Ihn haben wir noch am Start. Das wollte ich fast schon weitermachen. So, wir müssen ein bisschen gucken. Ich seh dich. Yeah. So, und ich glaube... den setzen wir jetzt auch mal ein, weil er steht halt so mega ungünstig. Und jetzt haben wir Rabbit Peach noch. Wir müssen ja eigentlich hier nach unten, ne? Hier unten ist das Auge. Ja, da hinten ist das Auge. Das kriegen wir auch wieder. Läuft doch. Freunde, das läuft. Müssen wir jemanden heilen? Nö. Dann Gegner. Oh.
Ja, Bowser bringt uns tatsächlich jetzt gar nicht so viel. Hier müssen wir mal gucken. Aber... wo müssen wir denn jetzt lang? Ich glaube nach oben, ne? Ich glaube, wir müssen weiter nach oben. Und Bowser hängt so weit hinten, ne? Ach Gott, das ist traurig. Er hängt einfach so weit hinten. Oh Gott. Ich bin ein bisschen traurig. So, ich glaube, wir laufen jetzt mal mit Rabbit Peach weiter. Naja, wir müssen jetzt nach oben, glaube ich, ne? Hier müssen wir weiter. Ah, stimmt. Das hatten wir ihr ja auch gegeben. Pass auf, wenn wir jetzt hier landen... Ach, geil. Noch einen schaffen wir nicht, ne? Schade. Absicht so platziert. So, pass auf. Ich werde... Waren die gegen Feuer? Ich weiß nicht. Oder Wasser? Das sieht doch ganz gut aus. Funktioniert. So. Bowser ist einfach so far away. Er räumt halt einfach das Feld von hinten ein bisschen auf. Aber ist auch gar nicht schlecht. Dadurch hält er uns vielleicht auch so den einen oder anderen Gegner ab. Er ist zumindest gleich tot. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. So, jetzt haben wir das Problem, dass wir mit ihm auch schon gar nicht mehr so weit kommen. Wir sind halt jetzt schon sehr weit gesprengt, aber ich glaube, das können wir tatsächlich jetzt auch ein bisschen riskieren. Gucken wir mal. Wir müssen jetzt irgendwo nach hinten hin, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, wie weit das noch ist. Wir müssen jetzt auf die nächste Plattform kommen. Ich weiß nur nicht, ob wir dann weiterkommen. Sollen wir mal gucken. Wir müssen Bowser auf jeden Fall heilen. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich froh darüber wäre, wenn er jetzt nicht tot wäre, weil das würde die Runden ein bisschen verkürzen. Wir müssen halt nur gucken, dass Rabbit Peach auf jeden Fall überlebt. Ich glaube, die macht das Rennen hier einfach. Die macht das Rennen und ich glaube, weil sie das Rennen macht, werden wir jetzt auch einfach mal ein bisschen vorpreschen. Was ist denn das Auge? Das Auge ist da hinten, ne? Ja. Ah, schwierig. Dann machen wir jetzt mal die Geschichte. Wir werden jetzt halt auf jeden Fall von mindestens 3 oder 4 angegriffen. Das wird, glaube ich, gleich ein bisschen eklig. Ha, wobei... Ha, ist aber nicht tot, ne? Schade. So, Bowser. Da müssen wir jetzt auch endlich mal ein bisschen aufpassen. Pass auf, ich glaube... So. Sollen wir versuchen, ein bisschen weiter zu kommen. Er kommt halt noch nicht mal bis zur nächsten Plattform. Siehst du das? Ach, es ist so traurig. Er kann einfach nichts. Pass auf. Und dann müssen wir auf jeden Fall jetzt mal sowas nehmen. Das braucht er. Ganz dringend. Gut. Und auch mit ihm kommen wir nicht bis... Nee. Ach, wie dumm. Mit Rabbit Peach haben wir alles gemacht, ne? Nächster Zug. Ich bin ein bisschen zugeschwollen, es tut mir leid. So ein bisschen näselnd unterwegs. Hä, ist schon noch ein Stück. Ach, Mann. Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Wo bin ich denn jetzt? Da hinten. Ist aber gar nicht so schlecht, bin ich näher dran. Lass mich in Ruhe. Ich muss auf jeden Fall da irgendwie noch hoch. Also der Weg ist schon noch ziemlich weit. Sehr, sehr langes Level, ne?
Ah, ja gut. Pass auf. Ich glaube, ich werde die Geschichte jetzt machen. Dann haben wir das jetzt schon mal erledigt. Und wir werden uns heilen. Werden wir uns selber heilen? Oder werde ich... Ich glaube, das bringt mehr, wenn ich hiervon einnehme. Bowser! Sind wir wieder zurückgefallen? Irgendwie ja. Fantastisch. Wir hätten Bowser sterben lassen sollen. Also ich glaube, es bringt nichts da, irgendwie noch Pilze zu investieren. Wenn er stirbt, dann stirbt er. Mit ihm haben wir einfach weiter keinen Erfolg. Außer, dass wir vielleicht dann doch den einen oder anderen Gegner ein bisschen ablenken. Ja, was ja auch schon wieder ein Erfolg ist. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Er wäre halt gut, wenn wir ihn noch ein bisschen weiterziehen können, weil er halt mit seinem Diskus, den er hat, immer mehrere Gegner treffen kann. Ist zwar auch schon vorgekommen, dass wir nicht gleich mehrere getroffen haben. So, er schlägt mich zu, stelle ich gerade fest, ne? Okidoki, dann Gegner. Ja, er lenkt halt schon irgendwie so ein bisschen noch nach hinten ab, was ja gut ist, weil dadurch hat Rabbit Peach ein bisschen weniger Stress, ne? Das sind sozusagen meine zwei Köder. Die beiden da hinten. Ist auch eine Taktik, kannst du so machen. Ja, weil guck mal, die lassen jetzt Rabbit Peach schon ziemlich in Ruhe, was echt gut ist. Also, wir müssen jetzt irgendwie nach oben kommen. Ich werde gleich mal gucken, wo das nächste Auge ist. Ah. Dankeschön. Also, ich wollte gucken, wo das nächste Auge ist. Wo ist denn Rabbit? Ach, guck mal, er ist einfach komplett hinten. Er ist einfach komplett am Anfang noch, ne? So, wenn wir jetzt nach oben springen, über diese, dann ist das nächste Auge hier unten. Oh, über die Treppen. Okay, wie dumm. Machen wir erstmal Spaß mit Bowser. Ja, wir kommen einfach immer noch nicht zur Plattform hin. Ach, das ist so traurig. Das ist einfach richtig, richtig sad. So, das war Bowser. Oh, pass auf, wir können hier vielleicht jetzt nach oben kommen. Oh, pass auf. Ach, oder auch nicht. Ja, er kann aber auch echt nicht weit springen. Mann, wie ärgerlich. Oh, das hat ja gar nichts gebracht bei dem Schwarzen. Doch, ein bisschen was. Ach, wie dumm. Ach so, das ist mein eigener, den ich angreifen wollte. Also, ich muss einfach ins Bett. Es ist zu spät, wir müssen dieses Level jetzt endlich beenden. Ich habe keine Zeit, es ist 22.19 Uhr. Mein Wecker klingelt um 4. Und ich bin um 4 aufgestanden. Das ist zu wenig Schlaf. Darf ich das mal so sagen? Perfekt. Und wenn wir gleich bis unten landen, wäre das richtig toll. Aber wären wir nicht. Schade. Schade. Okay, dann... Stelle ich mich in Deckung? Stelle ich mich nicht in Deckung? Wir müssen halt jetzt zu der Treppe hin, ne? Das ist so ein bisschen... Bringt mir das irgendwas? Nö. Bei ihm brauche ich auch nichts mehr probieren und er kann nichts probieren, also Gegner. Schmerz! Schmerz! Nein! Ich bin gespannt, wo sie jetzt wieder rauskommt. Aber ich glaube, die Höhe war relativ die gleiche. Und vor allem die da hinten. Guck mal, wie weit dieser Weg noch ist. Oh, verdammte Axt, ne? Ah. Ist ein Level, was mir fast ein bisschen zu lang ist. Oh,
Oh, oh. Wir müssen Rebel Peach heilen. Die darf jetzt nicht sterben, sonst haben wir ein Problem. Ich bin einfach so zugeschwollen, das nervt mich. Weil ich ja vor 20 Minuten schon dachte, wir sind fertig. Aber nix. Und ich komme jetzt immer noch nicht runter. Ach, das gibt's doch nicht. Kriege ich es vielleicht runtergeschossen? Doch, kriegen wir. Gut. Mega. Und dann müssen wir auf jeden Fall... Sie kriegt die Pilze. Gut. Was machen wir mit ihm? Er kommt endlich auf die Plattform. Es tut mir so leid. Leid ist einfach niemand mehr. Ah, hier komme ich auch nicht weiter. Ach, am Arsch. Echt jetzt? Ach, ist das dumm. Einfach nur dumm. So, prinzipiell sind alle Spielzüge irgendwie gefühlt fürs Poloch. Außer das, was Rebel Peach veranstaltet. Der Rest ist einfach nur präsent und existent. Aber es ist gut, guck mal. Das lenkt. Also, es hat ja doch eine Funktion, weil es lenkt einfach von ihr ab. Das ist richtig, richtig gut. Weil wenn sie jetzt nur kassieren würde, wäre sie jetzt schon lange nicht mehr da. Wir beschweren uns jetzt mal nicht rauf, ne? Sind uns ja noch genügend auf den Fersen. Aber der ist schon gelaufen, ne? Ja, gut. Ich glaube, wir wären mal so Spitzenläuferin gleich hier. Das Gute ist, wir kommen halt auch von Plattform zu Plattform mit ihr. Das ist richtig gut. Oh, das könnte jetzt was werden. Das könnte jetzt ein Siegeszug werden. Oder müssen wir jetzt noch... Wir müssen jetzt, glaube ich, noch Plattformen aktivieren. Ja, wir müssen jetzt noch was aktivieren. Wir sind jetzt drei Augen jeweils. Aber brauchen wir die? Vermutlich. Eigentlich brauchen wir die nicht, oder? Hätten wir nicht auch auf dem hier weiter gekonnt? Ich weiß nicht. Heilsame Energie, komm sofort. Eigentlich ja, oder? Das hätte doch so auch funktioniert. Ich glaube, die Augen hätten wir jetzt nicht erledigen müssen. Das war jetzt umsonst. Aber gut, weil wir es können, ziehen wir es einfach noch ein bisschen in die Länge. Aber wir ziehen die anderen jetzt trotzdem noch ein bisschen mit hinterher. Um ein bisschen auf sie aufzupassen. Auch wenn wir jetzt so gefühlt gar nichts mehr ausrichten können. Ach, es ist traurig. Rebel Peach ist schon so weit weg. Aber vielleicht kommen die ja so ein bisschen zu uns. Wobei er gleich tot ist, ne? Das habe ich jetzt auch nicht beachtet. Wir hätten ihn aufheilen müssen. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich wirklich nicht gesehen. Der ist gleich tot. Ach, das wäre auch wieder doof. Der hat gut was abgehalten. Also ich weiß nicht, ob wir die Augen da... Aber eigentlich heißt es doch erreichtes Ziel. Ich glaube, die an der Seite, die hätte ich gar nicht jetzt irgendwie vernichten müssen. Ich glaube, da hätte ich nichts machen müssen. Frage ist halt... Wie weit komme ich jetzt? Ich mach's einfach jetzt der Form halber, weil wir jetzt gerade mal schon mal hier sind. Ich muss halt wirklich aufpassen, wir sind gerade auf der Zielgeraden, ne? Naja, theoretisch hätten wir das da hinten hätte gereicht. Also könnten wir jetzt schon ein bisschen weiter sein. Was er jetzt nicht so von sich behaupten kann. Er kommt dann nicht mal bis zur nächsten Plattform. Alles ist so verschenkt. So, er muss sich auf jeden Fall jetzt erstmal heilen. Ganz dringend. Können wir ja jetzt endlich mal hoch? Waren wir nicht schon oben? Mir war so, als wären wir schon hier oben gewesen. Guck mal, sie ist da ganz hinten irgendwo. Und Bowser ist immer noch am Anfang. Ah, es ist so traurig. Er tut mir leid. Aber ja, im Endeffekt ist es gar nicht... Jetzt ist er schon wieder unten. Gar nicht so schlecht. Dass er da so rumhüpft. Unfair! Ja.
kriegen wir die Axt, ist die Frage. Ich glaube, zwei Runden müssen wir noch überstehen. Ich bin zumindest gerade komplett zugeschwollen. Es tut mir so ein bisschen leid. Oh nein, wir kommen nicht bis hierhin. Ach, wie ärgerlich. Okay, Ladies and Gentlemen, das heißt, übersetzt... Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Runde. Naja, bringt mir irgendwas... Irgendwas? Sind die beiden jetzt fast gleich auf? Bowser und Rabbit Luigi? Ach, hör doch auf. Da hat Bowser jetzt ein bisschen aufgeholt, würde ich sagen. Also just for fun. So, was machen wir denn mit ihm? Kriegen wir ihn jetzt hier wieder rauf? Also gefühlt ist er jetzt schon zum dritten Mal hier auf dem Weg nach oben und wird immer wieder runtergeschleudert. Ist auch ein bisschen Mobbing, was die Ladies hier betreiben. So, dafür treffen wir jetzt drei Gegner. Sehr gut. Voll. Ich bin dafür, dass wir... Nö, dass wir den hier nochmal ein bisschen rausholen. Gut, nächster Zug. Ich bin sehr gespannt. Wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass sie hier überlebt. Das wäre halt richtig scheiße. Ja, ja, nehmt ruhig die anderen beiden da. Nehmt meine Köder. Nehmt meine Köder. Lasst meine Rabbit Peach in Ruhe. Ja, wird knapp. Aber das müsste sie schaffen. Ich werde jetzt, glaube ich, das letzte Auge einfach ignorieren. Pass auf, und dann ist es falsch. Aber theoretisch müsste es ja funktionieren. Komm, wir kommen darüber. Geh zur Axt. Wir haben es geschafft. Was für eine Schlacht, Alter. Das gibt's doch nicht. Mein Gott. Und das war Level 20, ne? Und wir sind 22. Eieieiei. Aber trotzdem eine spannende Nebenquest. Oh, meine Axt. Meine wunderschöne Axt. Geht's ihr gut? Hat der Dieb sie nach jeder Benutzung auch sorgfältig eingeölt, um mikroskopische Riefen zu vermeiden? Es tut mir so leid, Herr Waldemar. Ich stand unter dem Bann der Waldnymphe. Sie hat mir eine reiche Kürbisernte versprochen, wenn ich die Axt stehle und versteckt halte. Sie wollte mich daran hindern, Bäume im Wald zu fällen. Aber ich bin Holzfäller. Das ist mein Beruf. Andererseits, wenn ich Hüter des Waldes wäre, würde ich es wahrscheinlich genauso sehen. Hast du versucht, dich mit der Waldnymphe zu einigen? Sicher gibt es eine Möglichkeit für einen Kompromiss. Sie ist unauffindbar, zumindest wenn sie nicht gefunden werden will. Sie versteckt sich tief im Wald. Es reicht. Es reicht. Ihretwegen kann ich nicht mal die Brücke reparieren. Ich werde dieser Feder ein für alle Mal ein Ende setzen. Heißt das, die Quest geht ein bisschen weiter? Tu nichts Unüberlegtes. Sobald wir den Dieb ins Gefängnis gesteckt und vor Gericht ausgesagt haben, kommen wir zu dir. Wir haben weder ein Gefängnis noch ein Gericht. Tristan lässt uns immer ein Entschuldigungsgedicht schreiben. Was? Sonst holen wir uns ein paar Kürbiskuchen-Gewürz-Donuts und lassen Genie den Papierkram erledigen. Fall abgeschlossen. Okay, das war das Kriegsbeil begraben, Ladies and Gentlemen. Und es ist nicht nur der Fall abgeschlossen, sondern unsere jetzige Folge. Ihr hört ja, ich bin ein bisschen zugeschwollen. Ich muss ins Bett. Folge ist vorbei. Es war eine sehr, sehr, sehr schöne Quest. Wie das Ganze weitergeht, werden wir das nächste Mal rausfinden. Klickt euch sehr, sehr gerne rein, wenn ihr mögt. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.